Willkommen zurück bei Norland, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder richtig viel vor. Wir haben eine ganze Menge Holz auf der hohen Kante und das können wir jetzt endlich einsetzen, um die restlichen Baustellen zu vollenden. Und da könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass wir, wenn die Baustellen fertig sind, wir hier unten diesen Holzfäller dann auch noch auf Stufe 3 bringen, weil wir sehen immer wieder, wir brauchen mehr Holz. Also das können wir durchaus machen. Vielleicht das jetzt sogar priorisieren, dass man schneller hier an noch mehr Holz kommt. Vor allem, weil wir jetzt hier so viel Holz haben. Das sollte passen. Und wenn die Baustellen abgeschlossen sind und wir immer noch genügend Holz haben oder wieder neues Holz haben, dann können wir hier einen zweiten Tempel bauen. Denn ihr seht, der Gottesdienst findet statt. Unter König Teglius, der sich ganz langsam, der alte Mann, nach vorne schleift. Man muss wirklich sagen, so langsam ist das hier zu klein. Wir haben jetzt hier Platz für 50 Leute und wir sehen, einige passen da nicht mehr rein. Unter anderem der Bischof höchst selbst. Das ist natürlich ein Problem, deswegen müssen wir unbedingt einen zweiten Tempel bauen. Aufstehen. Schaut euch das mal an, wie viele jetzt hier zu Hause beten müssen. Nein, nein, das geht gar nicht. Das ist wirklich das, was wir bald angehen sollten. Eine Sehnsucht ist größer geworden von Mojo, die möchte zur Jagd gehen. Gut, dann gehst du zur Jagd. Du bist nicht schwanger, du bist nicht krank. Zwei Dinge, die wir sehr selten von dir sehen. Dann gehst du auf die Jagd. Wir gucken mal, mit wem. Vielleicht ja mit Code Blue. Warum denn nicht? Königin und Bischof? Nein, der ist gerade nicht verfügbar. Mojo und Makuna vielleicht. Oder mit wem kommt sie gerade noch nicht so richtig gut zurecht? Ja, Makuna. Wenn die beiden sich noch ein bisschen besser verstehen würden, wäre das, glaube ich, ganz gut. Also da können wir durchaus mal überlegen, ob wir eventuell eine Wolfsjagd machen von Makuna und Mojo. Beide sind jetzt nicht so super starke Krieger. Das ist das Einzige, was dagegen spricht. Beide haben einen Kampfeswert von 3. Vielleicht schicken wir eine kleine Armee hinterher. Das könnten wir ja durchaus machen. Komm. Also, Makuna und Mojo gehen mal zusammen auf eine Wolfsjagd und wir gucken mal, ob wir eine kleine Armee hinterher schicken können. Und dann passt das schon. Und da ist es. Alle wichtigen Leute, bis auf Code Blue, sind gerade dort vor Ort. Und beten. Was sehr, sehr gut ist. Wir haben eingestellt, dass wir mehr Fanatiker haben wollen. Dennoch dauert es ewig. Und wir haben sogar Mali hier darauf, dass wir so wenige Fanatiker in der Stadt haben. Also das können wir sicherlich ändern, früher oder später. Das ist durchaus möglich, wenn wir zum Beispiel das von jemandem machen lassen, der einfach einen höheren Rhetorikwert hat als unser Teglius, der jetzt hier wirklich nur einen Redekunstwert von 6 hat. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber anders geht's gerade nicht. Sehr schön. Mojo und Makuna gehen auf die Jagd. Komm, wir setzen mal eine ganz kleine Armee auf. Unter Stefan. Und dann nehmen wir noch 2 Krieger mit. Und die gehen einfach mit. Wir wollen hier einfach auf Nummer sicher gehen und wollen selbstverständlich nicht, dass Mojo und Makuna sich hier überarbeiten. Klar, wir wollen denen auch nicht zu wenig zutrauen, aber die Kampfeswerte von den beiden sind ja jetzt wirklich nur bei 3. Das ist nichts, was die besonders gut können, deswegen sollten wir da aufpassen. Ja, da kommen Rot und Stefanie. Nee, Kantholzia. Kantholzia ist das, wunderbar. Dackeln hinterher und dann eskortieren wir mal diese Jägersbande. Wir haben wieder 69 Bier und 54 Mehl auf Lager. Das ist gut soweit. Wir haben aber keinen Roggen mehr.
Deswegen ein weiterer wichtiger Grund, dass wir jetzt hier diese Fader zu Ende bauen. Sehr, sehr wichtig. Stefan wird natürlich in der Kanzlei vermisst, wissen wir. Aber wir brauchen jetzt unbedingt die Eskorte. Und wir haben ja auch gute Werte hier. Wenn Teglius hier diese beiden Sachen angeordnet hat, dann werden wir unseren Teglius mal auf diplomatische Reise schicken. Denn wir hatten jetzt zuletzt ein paar Probleme mit Verwünschung. Schwierig. Und wir sollten auch unbedingt mit Mondreich nochmal sprechen. Vielleicht auch eine Jagd machen oder so. Damit wir da nämlich Sefiko rausekeln können aus dieser Allianz. Müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Fürs Erste muss Teglius erstmal die Inspektion durchführen. Und Stefan muss hier Unterstützung leisten. Die Krieger sind bewaffnet und bereit. Ja, das sollte auch reichen. Für einen einzelnen Wolf auf jeden Fall. Vielleicht sind da ja auch mehrere Wölfe, man weiß es ja immer nicht. Und das ist dann natürlich auch gefährlich, wenn man hier so außenliegende Fader hat. Die können dann auch mal überfallen werden. Also dann braucht man auch wirklich immer Krieger an Ort und Stelle. Wir sehen hier auch, wir haben hier nicht nur einen Wolf. Wir haben es hier gleich mit mehreren Wölfen zu tun. Und da habe ich vergessen, den Bewegungsbefehl zu geben. Aber das kriegt ihr doch hin, oder? Sehr gut. Mojo. Haut rauf, sehr gut. Schön, rauf da. Das gute Makuna hat ein Schild. Ja. Wunderbar. Die haben es alleine hinbekommen. Ich habe nie dran gezweifelt. Die Krieger hauen schnell ab, bevor die das sehen, dass wir denen nicht vertraut haben. Und der Wolf, er ist tot. Die beiden freuen sich, sind glücklich. Die Sehnsucht wurde aufgelöst. Die Sehnsucht von Makuna sollten wir auch bald auflösen können. Das passt soweit. Stefans Sehnsucht passt auch zu Makunas Sehnsucht. Und Teglius hat gerade keine. So, könntet ihr vielleicht abhauen? Ja, sind andere Wölfe noch. Sehr gut. Rennt, meine Lieben. Sehr, sehr schön. Also das hat alles funktioniert. Stefan geht jetzt in die Kanzlei. Und dann sollten wir eigentlich ganz gut dabei sein. Was wird uns gesagt? Stefan, ein Lord, wird von Sehnsucht zerfressen. Säbelzahnwölfe attackieren Arbeiter. Ist das tatsächlich ein Problem? Ist jetzt die große Frage. Sonst könnten wir mit Teglius nochmal irgendwo hingehen. Aber ich glaube, das war nur der Angriff auf Mojo und Makuna. Ansonsten müssen wir natürlich eine Tagespatrouille einrichten oder mit unseren Kriegern proaktiv werden. Eins von beiden. Aber ich denke, das passt. Ich denke, das ist okay, wie wir gerade aufgestellt sind. Hier wird sich gerade über Makuna unterhalten. Brave und Teglius. Ich hoffe nur Gutes. Und wir können auch mal die Finanzen neu einstellen. Also, 9 für Mehl, 11 für Bier. Das sind die Preise, die auch gerade auf dem Markt so stattfinden, auf dem internationalen Markt. Also die Heilige Karawane verlangt genau diese Preise. Und Fleisch ziehen, das ist auch genau der Preis. Wir wollen jetzt im besten Fall unseren Bauern und unseren Kriegern ermöglichen, beides zu kaufen. Das heißt, im besten Fall würden wir beiden 20 Gold geben können. Jetzt haben wir nicht genügend Gold, um das hinzubekommen, aber wir können zumindest den Kriegern 20 geben und den Bauern 10. Das heißt, die Bauern haben immer mehr Gold, als sie nur für Essen brauchen. Und Bier müssen sie entweder aus der eigenen Tasche bezahlen
oder ein paar Tage ansparen. Und mit der Zeit werden wir hier eh immer reicher werden und dann können wir denen auch ein bisschen mehr geben. Aber für den Moment können wir uns nur diese 10 Gold für die normalen Bauern leisten. Das ist aber auch, glaube ich, okay. Es ist nicht mehr ganz so dreist wie vorher. Die Krieger bekommen auch genügend jetzt. Ich glaube, damit sind wir glücklich. Brave hat Gerüchte über Makuna verbreitet. Naja, ich will gar nicht wissen, was hier verbreitet wird. Behaltet das für euch. Jetzt müssen wir schauen, dass Stefan wieder in der Kanzlei ist. Der hat jetzt seine Beamten wieder angewiesen und die gehen jetzt auf die große Reise. Das ist ein Marker und ein Tanaya. Also falls ihr euch immer schon mal gefragt habt, wer waren die ersten Beamten? Das waren keine Warner. Okay, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Hier fehlt natürlich Roggen, das ist klar. Aber wir haben auch genügend Mehl und genügend Bier für heute Abend. Das passt soweit alles. Hier haben wir noch nicht genügend Holz, um den Holzfäller auszubauen. Und das Roggenfeld ist auch noch nicht ganz fertig, aber wir sind trotzdem gut vorangekommen mit den Bauarbeiten. Der Schlafsaal ist zum Beispiel fertiggestellt worden. Das sieht soweit gut aus. Wir haben wirklich nur noch die Baustelle hier unten links. Das ist schon mal hervorragend. Super. Teglius, du betest mit anderen. Wo denn eigentlich? Ah, okay. Mit Brave zusammen. Für dich geht es jetzt... woanders hin. Und zwar musst du dich um ein paar diplomatische Geschicke kümmern. Geh mal nach Verwünschung. Und... bei minus 13 ist noch in Ordnung. Da passiert noch nichts. Ab minus 15 kann was passieren. Dann ignorieren wir die Verwünschung. Vorerst. Wir ignorieren sie nur vorerst. Aber dann gehen wir erstmal zum Mondreich. Und gehen mit dem König Corrigan jagen. So, das macht König Teglius. Das wird ein bisschen dauern, denn unser König ist schon ein bisschen älteres Semester. Ist nicht mehr ganz so schnell. Aber so ist es halt. Ist irgendjemand schwanger? Nicht von unseren Leuten, weil hier wird schon wieder gekotzt ohne Ende. Ah, Steckrübenfieber. Bei Silovlad. Okay. Finde ich interessant, denn das bedeutet, der muss die Steckrüben geklaut haben. Denn Steckrüben werden nicht verkauft. Wir haben das ausgestellt. Die werden hier nicht offiziell verkauft. Ja. So kann man den Banditen auch auf die Spur kommen. Und eventuell sogar denen Herr werden. Das ist schon mal klasse. Klasse ist auch, dass das Holz gerade so ansteigt. Sehr gut. Brauchen wir natürlich auch. An allen möglichen Stellen. Das passt soweit. Die Werkstatt ist auf Stufe 2. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass wir die nochmal auf Stufe 3 bringen. Papierwerkstatt auf 2 reicht vollkommen aus. Kohleofen reicht noch auf 1. Ja, wir haben hier 7 Kohle noch auf hoher Kante. Das reicht eigentlich noch, aber auch da müsste man schauen, ob man das vielleicht nochmal upgradet. Sobald die Werkstatt auf Stufe 3 ist, muss man sich dann einfach mal anschauen. Und bei der Mine, dort haben wir bald das Maximum erreicht und dann müssen wir die Mine ausbauen. Das können wir nicht unendlich oft machen, irgendwann ist halt einfach... das Vorkommen erschöpft. Wir werden noch weitere Minenplätze hier haben, aber irgendwann müssen wir auch komplett Eisen einkaufen. Was nicht schlimm ist, weil wir mit dem Eisen dann zum Beispiel Folgeprodukte herstellen können. Die wiederum können wir verkaufen, bekommen mehr Gold, als wir für Eisen ausgeben. Und dann haben wir immer noch eine gute, positive Bilanz. Aber das müssen wir natürlich alles im Auge behalten.
Sehr gut. Hier sehen wir, dass dieser Holzfäller auch schon weit laufen muss, um an Holz zu kommen. Vielleicht sollten wir den nochmal versetzen, gen Osten, also Nordosten. Das wäre noch eine Maßnahme, aber das machen wir erst, wenn wir genügend Holz haben, natürlich. Aber das sind so ein paar Dinge, die hier, glaube ich, bald angegangen werden müssen. Auch der Holzfäller könnte vielleicht dahin. Ja, also ich denke, wenn wir durch sind mit unseren Bauarbeiten und dann auch den Tempel haben, dass wir dann nochmal die Holzfäller versetzen sollten. Wir haben jetzt auch schon wieder 95 Holz auf der hohen Kante. Das geht ja zum Glück sehr, sehr schnell. 150 Bier. Das ist genau das, was wir auch produzieren wollten. Perfekt. Mehr produzieren wir nicht, damit wir auch Roggen übrig lassen für Mehl. Gibt es denn auf der Weltkarte noch jemand, der Bier kaufen möchte oder Mehl kaufen möchte? Also hier hätten wir bei König Knicklicht einen Eisenlieferanten. Auch gar nicht so schlecht. Hier würde jemand Fleisch kaufen wollen. Heilkräuter, Werkzeuge, aber mit den Keiden machen wir eh keine Geschäfte. Leckeres Ale, das wäre natürlich auch eine Sache, die wir mal produzieren könnten. Früher oder später. König Teglius hat noch nicht mal die Map verlassen. Naja, er ist alt. Da kann man nichts machen. Er ist einfach alt mittlerweile. Lasst uns mal ein bisschen vorspulen. Weil ich glaube, für den Moment haben wir alles Wichtige abgehakt. Ein Gast ist eingetroffen. Zivosil. Das ist der König von Sterntal, oder? Bist du hier der König? Ja. Wir haben gute Beziehungen zu ihm. Das soll sich auch gerne stabilisieren. Zivosil, der König ist zwar nicht da, aber vielleicht kann ja Makuna so ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Makuna hat halt Zeit dafür. Stefan und Makuna haben heute ein Rendezvous. Sehr gut. Dann ist die Sehnsucht auch abgehakt. Makuna kümmert sich um Zivosil. Wir haben einen Händler, der jetzt gleich eintrifft. Auch da sollten wir gleich mal vorbeischauen. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Die Leute holen sich ihr Geld ab. Und können dann gleich schon mal einkaufen gehen. Nicht jeder kann sich alles leisten. Aber es gibt auch ein paar, die haben wirklich eine ganze Menge Geld. Wow, Selora ist ja ein Goldesel. Ich nenne sie mal Dagoberta. Weil ich würde mal ganz gerne wissen, wie sich das entwickelt bei unseren Leuten. Und bei Dagoberta wissen wir jetzt, okay, die hatte viel Gold. Wird sich das einpendeln? Wird die vielleicht irgendwann überfallen, weil sie so viel Gold hat? Das würde mich mal interessieren, deswegen nennen wir sie mal so. Dann finden wir sie vielleicht früher oder später wieder. Das fände ich ganz witzig. Serigo studiert Rüstungsschmied schon auf 80%. Der ist einfach so schnell. Mojo ist erst bei 61% Schweinefarm. Verstehe auch nicht, warum die sich nicht einen eigenen Tisch jeweils holen, aber das hinterfragen wir einfach mal nicht. So, die zweite Taverne auch mittlerweile fertiggestellt. Das freut mich sehr. 81 Bier ist da verfügbar. Hier nur 8. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, weil wir haben noch 54 im Lager. Also an der Anzahl der Biere liegt es nicht. Aber das ist ja schon mal ganz gut. Das funktioniert mit den Tavernen. Dann verflüchtigt sich das auch nicht zu sehr. Und wir haben immer noch sozusagen einen Marktplatz. Direkt da, wo auch dann die Nachtwache ist. Finde ich gar nicht schlecht. Finde ich gar nicht schlecht. Wir haben genügend Holz, damit wir am nächsten Tag voll und ganz loslegen können. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Wichtig wäre nur, dass wir hier mehr Bier hinliefern würden. Ja. Aber ich wüsste auch nicht, wie wir das machen. Ich hoffe einfach mal, dass gleich noch jemand was dahin bringt. Ansonsten müssen die halt hier runtergehen zu der Taverne.
Ein freier Lord wartet darauf, angeheuert zu werden. Das ist Perik. Den wollen wir nicht haben, denn wir haben noch zwei Lordplätze frei. Einer wird freigehalten für Serigo, der dann ja auch die Krone übernehmen will. Und dann brauchen wir für Serigo natürlich auch noch eine Frau. Das sind die beiden letzten Plätze. Klar, also das ist gesetzt. Brave wird zum Ritter. Dafür muss er hier keinen Lordplatz haben. Und Big Bunny, den schicken wir zum Matriarchen, aber sowas von. Das sollte alles passen. So, wir können aber ganz gerne mal beim Händler vorbeischauen. Stefan ist nicht so gut darin, Makuna aber. Makuna hat Zivusil hier begrüßt, hoffentlich. Das hat gut geklappt und dann können wir jetzt ein bisschen was verkaufen beim Händler. Ja, und Bier können wir sicherlich verkaufen, denn wir haben, trotz dass in der Taverne einiges ist, haben wir noch einiges auf Lager. Und Roggen geht jetzt auch voran. Vor allem haben wir genügend Holz, um jetzt auch beide Fäder fertigzustellen. Also ein bisschen Bier verkaufen ist sicherlich drin. Sodass wir vielleicht noch 25 übrig haben. Werkzeuge sind nicht mehr überteuert. Können wir erstmal so belassen. So, gibt es hier noch irgendwas, was wir loswerden wollten? Ein paar Steckrüben noch. Kann man immer verkaufen. Und ein bisschen Hopfen. Aber da ist die Marktsättigung leider sehr schnell erreicht. Was gerade ein bisschen teurer ist, ist Kohle. Ja, da könnten wir vielleicht auch so 10 Kohle verkaufen. Aber unterm Strich sollte das eigentlich so in Ordnung sein. Wir würden 340 Gold bekommen. Sehen, Fleisch kostet momentan 15 Gold. Das werden wir noch anheben. Denn vielleicht wird auch gleich noch ein Wolf zerlegt. Dann können wir das durchaus noch anpassen. Warum auch nicht? Und wollen wir noch was kaufen? Eisen. Zwei Eisen ist eigentlich witzlos. Wir haben 70 auf Lager. Das brauchen wir noch nicht. Gibt es noch weitere Bücher, die interessant wären? Korrektes Düngen. Noch nicht. Steckrübeneffizienz. Noch nicht. Bekämpfung von Dürre. Methoden der Aussaat und der Bodendüngung, die den Verlust von Feldfrüchten während Dürreperioden verhindern. Wir hatten jetzt noch keine Dürre. Aber falls wir irgendwann mal eine haben, dann werden wir glücklich sein, wenn wir wissen, wie wir das verhindern können. Vor allem, weil wir immer noch zu wenig Roggen haben. Ich glaube, das kaufen wir mal. Einfach für die Zukunft, zur Sicherheit. Haben wir hier noch gute Sklaven? Oh, zwei Warner könnten wir hier holen und befreien. 19 Jahre jung. Ist natürlich nicht verkehrt. Wird noch lange arbeiten, hat eine hohe Fruchtbarkeit. Ja, 39. Wenn wir euch beide holen, ist das ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Komm, wir machen das. Und ihr werdet dann natürlich auch freigelassen, das ist ja klar. Und ihr könnt dann auf dem Feld arbeiten ab nächsten Tag. Wir holen euch beide mal. Und dann gucken wir mal, ob wir euch finden. Ja, du bist unsere Sklavin. Du wirst befreit von Königin Mojo. Und du müsstest der andere sein. Auch du wirst befreit von Königin Mojo. Das ist doch klasse. Wunderbar. Makuna beginnt mit der Aufgabe unterrichten. Ja, kannst du machen.
Aber das Rendezvous wäre mir eigentlich lieber. Makuna hier. Feindschaft mit Palinor, das geht ja wohl gar nicht. Okay, Mojo kümmert sich um die Befreiung. Das ist schon mal klasse. Weil dann haben wir zwei Leute mehr. Die sind erstmal dankbar dafür. Werden uns nicht verlassen. Und am nächsten Tag haben wir dann auch schon Arbeit. Bitte verlasst uns nicht während der Nacht. Aber das sollte eigentlich passen, weil wir auch genügend Schlafseele haben. Hier sehen wir das. Das passt soweit. Das finde ich nicht schlecht. Bald haben wir auch die Möglichkeit, echte Sklaven hier zu uns zu holen. Aber dann sollten wir hier einfach auch Arbeitslosigkeitsprobleme haben. Beziehungsweise halt zu wenig Arbeiter haben. Jetzt haben wir halt zu viele Arbeiter. Jetzt noch Sklaven dazu holen, bringt uns gerade nicht ganz so viel. Aber 80 Bauern zu haben, das ist schon gar nicht schlecht. 80 Bauern, 10 Krieger, 4 Verbrecher. Das ist ein ganz guter Wert. Ich würde auch ganz gerne noch eine zweite Kaserne bauen. So auf 20 Krieger sollten wir mittlerweile schon gehen, denke ich mal. Aber das sollten wir auch alles hinbekommen. So, wie sieht es bei Teglius aus? Bist du endlich mal angekommen? Ja. Dauert natürlich ein bisschen. Aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, der kommt jetzt hier Mondreich an. Bei Corrigan. Hier ist noch jemand. Sedina. Nee, Setna. Setna ist noch da. Wunderbar. Und wie wir hier sehen, ich weiß nicht genau, wo hier die Armee ist, die hier verwüstend durch die Lande zieht. Aber Mondreich geht es noch gut und auch hier im Westen ist alles wieder aufgebaut. Ah, hier. Hier ist alles zerstört. Guck mal. Hier haben wir Ruinen. Hier haben wir auch Vagabunden, Banditen. Hier sind die vielleicht gerade unterwegs. Plündernd und mordend. Serigo hat Manierenstufe 4 erreicht. Da haben wir ja Mojo aufgetragen, dass sie sich bitte darum kümmert, dass Serigo so ein bisschen Manieren kennenlernt. Nicht viel, aber so ein bisschen wäre vielleicht nicht schlecht. Das ist ganz gut. Unser Brave ist mittlerweile auch 12 Jahre alt, ist schon 5 im Kampf und 5 in Führung. Da geht noch ein bisschen was, aber auch gar nicht mal so schlecht. Vom Eltern im Stich gelassen, minus 16. Tut mir leid, Big Bunny. Und Serigo ist gut dabei. Also 12er Intelligenz gefällt mir, 6er Redekunst, 7 Lernen. Verwaltung, Kampf, Führung braucht er nicht, Manieren. Ist so das Einzige, was noch ein bisschen hoch muss. Und sonst bin ich sehr zufrieden mit unserem Thronfolger. Und Brave ist halt erst 12. Muss noch ein bisschen Kampf lernen. Aber ist da, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Wir könnten ja auch bei Zivosi mal fragen, ob der ein unserer Kinder was beibringen kann. Der ist sogar gut in Lehren. Der kann zwar nicht kämpfen, aber vielleicht kann er trotzdem Brave so ein bisschen was beibringen. Teglius ist ja gerade nicht da. Kriegsführung. Nein. Da haben wir gerade keinen Lehrer. Big Bunny wird von Makuna unterrichtet. Serigo von Mojo. Brave von Teglius. Momentan ist Teglius nicht da. Dann machen wir eine allgemeine Ausbildung bei Zivosil. Da ist dann vielleicht Kampf auch zumindest teilweise mit drin. Hier gibt es Probleme. Ein Bandit greift einen Beamten an. Doch, Nachtwache Rot ist am Start. Und hat gemeinschaftlich mit der ganzen Meute Drimur, den Banditen, bewusstlos geschlagen.
Nö, Rot macht kurzen Prozess. Der hat den einfach mal kurzerhand hingerichtet. Naja, er ist auch im Alkoholrausch. Haben wir das erlaubt? Nachtwachen unter Alkoholeinfluss? Naja, hat ja funktioniert. Jetzt haben wir nur noch 3 Verbrecher. Ich glaube, das ist okay für uns. Cool. Also das mit der Nachtwache funktioniert wirklich großartig. Das gefällt mir. Auch hier für mich natürlich wichtig, dass wir die Bibliothek bewachen. Da sind so viele Werte drin mittlerweile. Wichtiger Punkt. Und so geht ein weiterer Tag vorüber. Tiglius hat eine Aufgabe abgeschlossen, und zwar die Jagd. Und jetzt haben wir ganz gute Beziehungen hier zu Corrigan. Ja. Gar nicht schlecht. Jetzt müssen wir mal bei Corrigan schauen. Wie sind denn seine Beziehungen zu Baumholz? Was hat denn Baumholz hier für ein Zeichen? Natürlich das hässlichste. Plus 28. Ja, okay. Serfico hat ihm leider geholfen bei der Rebellion gegen seinen Vater. Also da müssen wir noch ein bisschen... Müssen wir uns noch ein bisschen einschleimen. Da hilft, glaube ich, gerade alles nichts. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Tribut fordern kann man machen, habe ich gerade gesehen. Und wir haben doch hier mit Osiraton ganz tolle Beziehungen. Vielleicht können wir den mal fragen. Höflich Tribut fordern. Ein Bote macht das. Wenn wir jetzt Papier, endlich. Wobei, wartet mal kurz. Beziehungen zu Nachbarn werden beeinflusst dadurch. Minus 7. Okay, wir schauen uns das kurz an. Da sind wir bei plus 15, plus 145, minus 1, plus 2, minus 8, minus 6, minus 13 hat in der Theorie noch eine Grenze zu uns. Plus 15. Ist es uns das wert? Ich glaube ja. Wir machen das mal. Wir machen das mal. Wir werden höflich Tribut fordern mit einem Boten. Und können uns so dann auch wirtschaftlich noch ein bisschen besser aufstellen, dass wir zum Beispiel unseren Bauern noch mehr geben könnten. Das wäre schon klasse, wenn wir das machen könnten. Damit die sich dann auch alle Bier leisten können. Bevor wir uns Bier leisten, müssen wir uns natürlich so langsam Mehl leisten. Deshalb werden wir hier die Bierproduktion auf 100 unterstellen. Einfach damit Mehl hergestellt wird am Tag mit diesen 133 Roggen. Ich glaube, das ist zu wichtig, um das jetzt nicht anzugehen. 129 Holz bedeutet, wir kommen endlich mit unseren Baustellen hinterher. Hier ist ein Bandit. Ich hab dich im Auge, mein Freund. Was machst du hier? Geht die Gedanken ordnen. Okay, und dann geht es hier rein. Ins Gotteshaus. Schön, schön, schön. Und folglich werden dann hier die Roggenfelder aufgebaut. Super. Super, super, super. Das wird schön sein. Zivosil hilft bei der Unterrichtung von Brave. Klasse. Teglius ist zurückgekehrt. Der wird jetzt nur noch Ewigkeiten brauchen, bis er da ist. Der alte Mann
Aber er kommt guter Laune wieder. Klar. Der hat hier auch eben schön gejagt. Klasse. Wir haben nur noch ein Papier, das ist weniger klasse. Da müssen wir schauen, dass das jetzt nicht die komplette Verwaltung hier zum Einbruch bringt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und selbstverständlich müssen wir jetzt mal schauen, dass die Bauarbeiter tätig werden, damit nämlich unsere Arbeitslosen nicht abwandern. Auch das ist natürlich unglaublich wichtig für uns. Hier unten sind die Forschung auch bald abgeschlossen. Das Gebäude benötigt einen Verwalter. Ach, die Halle haben wir noch gar nicht an die Kanzlei gekoppelt. Alles klar. Dann haben wir es jetzt aber getan. Sehr gut. Brave hat bei einer Lektion von Sivusil gelernt, wie man ein Bauernhaus baut. Sehr schön. Also dieses Unterrichten von anderen Lords, das ist wirklich ziemlich stark, muss ich sagen. Sechs Papier ist wieder auf dem Weg. Also sollte alles soweit passen, ehrlicherweise. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Ja, arbeiten teilweise ein bisschen langsam, aber das sollte gleich wieder behoben sein. Die Beamten sollten gleich wieder ausschwören können, wenn das Papier angekommen ist. Sehr schön. Der Holzfäller wird geupgradet und das Roggenfeld hier wird gebaut. Das andere hier auch. Das heißt, die arbeitslosen Bauern hier, die können gleich endlich aufs Feld geschickt werden. Wunderbar. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und dann sollten wir auch bald keine Roggenprobleme mehr haben. Es passiert eine ganze Menge. Okay, wir gucken uns mal ganz kurz an, was hier los ist. Vorgeschlagene Allianz. Mondreich möchte uns gern mit reinbringen. Wir wollen nicht mit Kaiden in eine Allianz, auf gar keinen Fall. Dann möchte aber auch noch. Na, wer seid ihr hier? Die Windspitze würde auch ganz gerne, dass wir mit reingehen in die Allianz. Ja, wollen wir auch erstmal nicht. Rebellion des Erben in Kristallien. Schutz vor Rebellion machen wir beides nicht. Und Bitte um Unterstützung von Verwünschung. Was habt ihr denn für Probleme? Die Feindschaft zwischen den Königen ist zu einem Krieg ausgeartet und nun plant Galeron von Großnebel eine Plünderung von Verwünschung. Ah. Okay, da könnten wir natürlich helfen. Und wenn wir das machen würden, würde das sicherlich auch wieder die Wogen glätten mit Verwünschung. Auf der anderen Seite hat Galeron sicherlich nicht viel Spaß dran, zu sehen, wie wir Verwünschung unterstützen. Und Verwünschung ist uns auch gar nicht mal so wichtig, ehrlich gesagt. Und Großnebel gehört leider zum Mondreich dazu, was auch eventuell Corrigan, bei dem wir uns ja gerade einschleimen wollen, missfallen könnte. Deswegen lassen wir uns auch da nicht reinreden. Wir sind einfach die Schweiz zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sind einfach die Schweiz. Aber auch nur zum jetzigen Zeitpunkt. Wir gehen wieder zurück, haben uns alles angeschaut, was gerade los ist. Wohnraum, Bauernhaus. Wohnraum für zwei Bauern. Diese separate Unterkunft versorgt diese mit einem positiven Gedanken und steigert ihre Laune. Falls der Wohnraum knapp ist, müssen obdachlose Bauern auf der Erde oder dem Boden des Tempels schlafen. Also das hier ist ein Haus, was nur für zwei Bauern Platz bietet, anstatt für 10. Und wenn die Bauern dann auch noch positive Gedanken haben und hier
Mehl und Bier haben und alles, dann können sie das Gefühl von Reichtum bekommen. Aber das ist uns jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt, ehrlich gesagt, relativ egal. Das ist mir jetzt nicht so wichtig, dass sich unsere Bauern reich fühlen. Da gibt es wichtigere Dinge. Ja, den Holzfäller haben wir gesagt, den wollen wir auch nochmal upgraden. Aber jetzt wollen wir erstmal das Roggenfeld priorisieren. Es sind nur noch ganz wenige Holzstämme, die geliefert werden müssen. Dann haben wir unsere Bauprojekte endlich abgeschlossen. Das ist großartig. Weil wir dann auch irgendwann uns um den Tempel kümmern können. Sehr schön. Problematisch, kein Mehl. Wir haben gerade kein Mehl. Das ist in der Tat ein Problem. In der Windspitze ist die Forderung des Tributes nicht positiv angekommen. Teglios, Freund, du denkst, du könntest mich einschüchtern? Mein Aufstieg zum Thron war im Gegensatz zu deiner Machtübernahme kein bloßer Zufall. Komm doch und versuch, mir mein Gold zu nehmen. Gezeichnet König Osiraton. Ja. Hat nicht geklappt. Ist nicht so schlimm. Er mag uns immer noch. Alles gut. Aber, ja. Ist natürlich jetzt nicht so schön gelaufen, wie wir uns das eigentlich hätten vorstellen wollen. Er sieht uns als Freund. Teglius sieht ihn als Feind. Wenn es so rum ist, ist es für mich in Ordnung. Andersrum wäre es ein wenig schlimmer, muss man dazu sagen. Sehr schön. Serigo und Mojo gehen hier entlang und es gibt eine Unterrichtung. Finde ich gut. Weitermachen. Wir haben nur zwei Soldaten, die hier miteinander kämpfen. Blue in Moti und Daniela. Weil wir gesagt haben, maximale Kampfstufe 10. Wir stellen das mal hoch, weil die alle hier sind schon auf Kampfstufe 10 und deswegen trainieren die hier nicht mehr. Aber wir wollen natürlich eine Armee haben, die richtig stark ist, deswegen stellen wir mal die Kampfstufe auf 15, dass die anderen dann auch noch weiterhin trainieren dürfen. Dann holen wir irgendwann noch einen zweiten Übungsplatz, wo dann nur die 10er drauf dürfen und dann haben wir einen Übungsplatz für die richtig krassen Leute und Einübungsplatz für die weniger krassen Leute. So weit, so gut. Hier unten muss der Beamte noch hin. Das ist alles soweit in Ordnung. Und hier müssen natürlich auch gleich die Lieferung hin. Apropos Lieferung, was ist das hier? Ach, das sind 30 Eisen von unseren Vasallen in den Dörfern hier. Morfeld hat gerade 30 Eisen gebracht. Und Vestal bringt Fleisch. Wunderbar. Ja, apropos Fleisch. Lass uns mal auch ganz schnell Fleisch auf 15 Gold hochsetzen. Da haben wir ja gesehen, da gab es eine Preissteigerung. Und jetzt haben wir wirklich heute Nacht wahrscheinlich ein Problem, weil wir kein Mehl haben. Und das Roggen wird einfach nicht geliefert. Das wird einfach nicht geliefert. Das ist ein riesiges Problem. 137 Roggen sind ja eigentlich lieferbar. Aber wir haben jetzt kein Mehl. Und eventuell müssten wir dann Steckrüben freigeben für die heutige Nacht. Was ehrlich gesagt nicht ideal wäre. Wir haben auch keinen Händler oder so, dem wir Mehl abkaufen können. Die Kaiden leiden unter Terror, es tut mir wirklich gar nicht leid. Jetzt haben wir jetzt 218 Roggen. Aber es ist halt noch nicht in den Mühlen. Das ist das Problem.
Fate wird morgen erst abgeerntet, steht da. Wird morgen abgeerntet. Haben wir morgen genügend. Aber heute halt nicht. Das ist wirklich ein Problem, was wir jetzt bald nicht mehr haben werden durch die neuen Fader. Aber wahrscheinlich werden wir heute Abend mal Steckrüben freigeben müssen. Und das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das Steckrübenfieber wird um sich greifen. Ja, das ist die Frage. Können wir hier Steckrüben verbieten für unsere Lords? Nicht so richtig. Aber was sollen wir tun? Viele Möglichkeiten haben wir leider nicht. Das ist leider tatsächlich suboptimal. Aber ich glaube, für den Moment müssen wir nochmal eine Nacht uns irgendwie über die Zeit retten. Und danach sollte das nie wieder ein Problem sein, weil dann die Roggenfelder da sind. Das sollte danach nie wieder ein Problem sein. Aber ich glaube, heute Nacht wird auch keine heilige Karawane kommen. Das Einzige, was jetzt natürlich Hoffnung macht, ist hier der Tribut mit den 30 Fleisch. Das macht natürlich sehr Hoffnung. Aber dann stellen wir das schon mal ein. Steckrüben werden verkauft. Aber zum Preis von Mehl. Sonst bringt uns das nichts, dass wir hier so viel Geld ausgeben an unsere Leute. Es tut mir leid, aber anders funktioniert es vorerst gerade nicht. Tiglius, was machst du gerade eigentlich? Geht mit anderen spazieren. Mit wem denn? Mit deinem... Ach so. Mit deinem unsichtbaren Freund. Verstehe. Inspektion musst du nicht durchführen. Ja, mach eigentlich... was du willst, beziehungsweise geh vielleicht mal essen, oder? Damit du dir diesen ein Mehlkram oder zumindest Fleisch reinziehen kannst. So, neues Wissen aus dem Buch erlangt, Rüstungsschmied. Das ist super. Wir haben zwar jetzt noch nicht das Holz dafür, um das zu bauen, aber bald haben wir all das. Das ist alles nicht so problematisch. Cool, dass wir schon mal den Rüstungsschmied haben. Wird aber noch ein bisschen dauern natürlich, bis wir soweit sind. Vielleicht wäre für uns jetzt interessanter, anderes Wissen zu holen. Kräuterkundler haben wir schon. Schmelzofen. Dort wird Stahl erzeugt. Waffenschmiede, Alchemielabor oder halt die Bekämpfung der Dürre. Ich glaube, Bekämpfung der Dürre sollten wir mal lernen. Wir haben zwar jetzt noch keine Dürre, aber wenn uns das irgendwann angekündigt wird, hey, es steht eine Dürre an, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr genügend Zeit haben, um das Buch zu lernen. Und so könnte unser kleiner Serigo die Stadt vor dem Untergang retten. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Apropos die Stadt vorm Untergang retten. Wir könnten auch gleich nochmal mit den Kriegern losziehen und nochmal Säbelzahnwölfe angreifen. Für noch mehr Fleisch. Wir haben jetzt 17 Uhr. Reicht das? Wir lassen mal ganz kurz Tiglius essen. Und dann überlegen wir uns mal. Ja, der hat sich tatsächlich Mehl genommen. Sehr gut, also Brot.
Dann schauen wir mal, ob wir eventuell noch an mehr Fleisch rankommen. Guck mal, da ist schon einiges an Fleisch genommen worden. Und die Schweinefarm ist auch fertig. Ja, das ist ja klasse. Das ist ja klasse. Okay, super. Tiglius, wie weit bist du mit dem Essen? Sehr weit. Dann lass uns jetzt die Armee aufstellen. Armee unter Tiglius. Die Krieger können ja vorrennen. Das ist ja alles nicht so problematisch. Nehmen 6 Krieger mit. Einer mit Bogen, der Rest mit Keule. Und dann müssen wir mal ganz kurz schauen, wo sind denn die nächsten Säbelzahnwölfe. Da hätten wir einen. Einer ist ein bisschen wenig. Hier hätten wir einen. Einer. Vielleicht seht ihr jetzt auch noch einen, den ich nicht sehe. Hier wären 2, 3, 4. Ja. Dann geht mal dahin. Und das Gute ist, Tiglius ist zwar zu langsam, aber ich hoffe mal, dass die anderen Krieger vorweglaufen, wenn wir jetzt hier schon den Bewegungsbefehl gegeben haben. Tiglius und Mojo haben heute ein Rendezvous. Ich hoffe, dass das jetzt nicht unterbunden ist. Mojo hat Sehnsucht nach einer Belohnung. Stefan und Makona nach Intimität. Beziehungsweise nur noch Makona, aber das kriegen wir auch noch hin. Da werden hier unsere Krieger ausgestattet. Und dann rennt mal, liebe Krieger. Rennt ihr nach vorne, rennt ihr vorweg oder geht ihr wirklich Tiglius hinterher? Leider gehen sie Tiglius hinterher. Shooting without order. Ja, das ist für mich in Ordnung. Bogenschützen schützen. Macht schon Sinn. Zurückbleiben, nein. Nein, das ist in Ordnung. Hier, die Dame hat den Bogen, Floretta. Die ist hier heute die Bogenschützen, aber das ändert sich ja auch regelmäßig. Ja, das mit dem Mehl hat leider nicht geklappt. Das ist ein echt blödes Unterfangen gewesen, dass das hier nicht geklappt hat. Und jetzt müssen wir Steckrüben rausgeben. Das ist nicht ideal. Muss man, glaube ich, ganz ehrlich zugeben und gestehen. Gerade weil das Steckrübenfieber noch nicht vorbei ist, aber da gibt es für uns gerade nicht so viele Möglichkeiten. Aber das schafft ihr schon. Das schafft ihr schon. Ein bisschen Fleisch wird ja auch noch verkauft. Also ein bisschen anderen Kram könnt ihr dann auch essen. Wie sieht es hier unten aus? Mit dem Roggenfeld alles gut. Wir haben auch mittlerweile genügend Papier. Werkzeuge sind wieder da. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, also Fleisch werden wir bekommen, aber nicht mehr heute. Schaut mal, wie langsam die sind. Nicht mehr heute. Ist aber auch nicht so problematisch. Wir haben jetzt die Steckrüben rausgegeben. Jetzt wird eine Menge gebrochen in unserem schönen Hosenburg. Aber da müssen wir jetzt alle mit leben vorerst. Wichtig ist nur, dass jeder was zu essen hat. Bier ist aber auch komplett aus, nicht ausgetrunken, aber ausgeliefert worden. Hier haben wir noch 85. Da gar nichts mehr in der oberen Taverne. Natürlich schöner, wenn das besser verteilt werden würde vom Spiel. Aber auch nicht so schlimm, wenn wir irgendwann genügend Bier immer haben. Und Roggen und Hopfen werden wir nächsten Tag zur Genüge haben. Und dann wird auch beides wieder produziert bis zum geht nicht mehr. Und durch die Felder haben wir jetzt auch die ganze Dramatik überstanden. Und das ist die Hauptsache, dass wir da erstmal weitergekommen sind. Wir haben 4 Wölfe hier. Schauen wir mal, dass wir im besten Fall schon mal einen anschießen können, oder? Wo
Bogenschütze, wo bist du? Ja, genau. Und dann soll der Wolf nämlich auf uns zurennen. Das ist ja super mit Bogenschützen schützen. Das ist ja klasse. Schön. Ah, wobei, kommen die hier zur Unterstützung? Nein, der hier nicht, der auch nicht. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Dauert jetzt alles ein bisschen. Aber stellt euch vor, wir haben irgendwann fünf Bogenschützen. Dann geht das ja super schnell hier mit der Wolfsjagd. Und auch sicher. Weil der Wolf weiß gar nicht, von wo hier die Schüsse kommen. Ja, das ist doch gut. Waldbanditen durchstreifen deine Lande. Hier unten. Sechs Banditen. In der Stärke 3 bis 5. Das könnten wir tatsächlich mal angehen. Das können wir tatsächlich mal machen. Nächste Folge greifen wir die Banditen an. Es sei denn, es kommt was dazwischen. Und meistens kommt immer was dazwischen, aber das Ziel ist es, dass wir nächstes Mal dann die Banditen sogar angreifen. Wie cool wäre das denn? Und wir kommen endlich wieder auf über 1000 Gold. Haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Auch schön anzusehen. Und der Wolf ist Geschichte. Dann gehen wir mal auf den nächsten Wolf. Na komm schon. Bogenschütze, was ist los mit dir? Ah, okay. Jetzt sind wir jetzt nah genug dran, dass es auch einen Nahkampf geben wird. Müssen wir gleich mal schauen. Ah, das mit Bogenschützen schützen ist ja klasse. Das ist ja wirklich klasse. Stefan und Radomil haben einen Kampf begonnen. Das ist jetzt ein Problem. Weil die Nachtwache natürlich nicht mehr so zahlreich da ist, weil wir ja gerade auf Wolfsjagd sind. Wir werden die Jagd auch gleich abbrechen. Wir werden nicht die vier Wölfe holen. Wenn wir irgendwann genügend Bögen haben, dann können wir auch viel besser auf Wolfsjagd gehen. Stefan und Radomil verfolgt den Feind. Stefan, hast du hier gerade Leute in der Nähe? Patrouillen? Ja, Daniela. Stefanie sind da. Weil wir hier auch die Priorität haben auf der Nachtwache. Ja. Hier ist Radomil. Stefanie, siehst du das, ist die Frage. Der hat nur einen Dolch und einen Kampfeswert von 3. Stefan hat ein Speer. Ich weiß nicht, ob die schwere Rüstung hier wirklich gerade simuliert wird. Ich glaube nicht. Wo sind die Wachen? Ich stelle lieber eine Armee auf, offiziell. Mojo, Makuna und der Rest. Also bei der Truppe, wartet mal, ich habe das falsch rum gesehen. So, ihr müsst hier Stefan helfen. Dann machen wir es lieber so, weil wir dann sicher sind, dass jetzt genügend auf Radomir raufhauen. Stefan hat hier einen Hit bekommen, blutet. Doch er wird vollkommen auseinandergenommen. Damit lösen wir die Truppe auf. Und Stefan muss sich verarzten, blutet. Aber wir haben einen weiteren Verbrecher weniger in Hosenburg. Das ist ja zumindest etwas.
Wie sieht's hier unten aus bei euch? Wollt ihr den vielleicht noch kurz erlösen und dann abhauen? Das wäre doch was, oder? Ja, das war hier einfach ein zu langes Unterfangen. Wenn ihr den erlösen könntet. Wollen sie nicht? Doch, jetzt ist er tot. Ja, wunderbar. Wunderbar, dann können wir jetzt nach Hause, oder? Oder wollen wir den jetzt noch töten? Den jetzt nochmal ganz kurz im Sturmangriff. Auseinandernehmen. Und dann. Ja, da haben wir das. Komm, dann können wir auch den letzten auch noch mitnehmen. Dann machen wir das. Dann haben wir alle vier Wölfe. Dann haben wir zumindest hier unser Unterfangen erfolgreich abgeschlossen, auch wenn es ein bisschen zu lange gedauert hat, alles. Schöne Schläge, schöne Pfeile vor allem auch. Ja, da sitzt ja wirklich alles. Gut trainierte Soldaten mittlerweile. Super. Dann könnt ihr jetzt den Heimweg antreten. Teglios wird ein bisschen länger brauchen als der Rest. Aber dann hat das doch alles sehr gut geklappt. Und wir haben jetzt ein bisschen Fleisch für morgen. Bier haben wir genügend. Fleisch haben wir für morgen. Steckrüben im Notfall. Mehl wahrscheinlich auch. Also wir haben jetzt 312 Roggen, die hier reifen auf dem Feld. Morgen wird es abgeerntet. Dann sollte das auch endlich klappen. Teglius hat noch viel vor. Ist aber ein weiter Weg bis dahin. Das ist noch ein sehr weiter Weg. Und die Bauvorhaben sind dann auch fertig und dann können wir auch den zweiten Tempel endlich in Auftrag geben. 82 Leute wohnen bei uns, sind 82 Bauern plus 10 Krieger plus 2 Verbrecher. Macht 94 Leute. Wir sind bald dreistellig in Rosenburg. Was für eine tolle Nachricht. Eine tolle Nachricht wäre für mich auch, wenn ihr euch dafür entscheiden würdet, hier noch ein Like dazulassen. Und dann sehen wir uns nämlich schon das nächste Mal wieder, wenn wir vielleicht auch in den Angriff gehen gegen das Banditenlager. Das fände ich nämlich auch mal spannend, wenn wir das mal live und in Farbe sehen. Also, seid nächstes Mal mit dabei und habt jetzt noch einen wunderschönen Tag.